So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hogwarts Legacy. Ich hatte in der letzten Zeit mit ein paar Games so ein bisschen was zu tun. Ich zeige euch das am besten mal ganz kurz. Ach so, ja. Sollte ich mal vielleicht das Desktop zeigen. Folgendermaßen, und zwar habe ich ja im Stream Bayonetta gespielt, Bayonetta 1 und 2. Und dementsprechend war für Hogwarts Legacy nicht ganz so viel zu tun. Von daher müssen wir halt noch mal ran. Und ja. Deswegen war in den letzten Tagen ein bisschen Ruhe. Aber für die Freunde von YouTube war ja sowieso mit, also generell für Freunde war ja sowieso gesorgt. Da wir ja ohne Probleme noch The Last of Us haben oder hatten. Ich weiß gar nicht, ob das schon durch ist. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Nee, da ist noch ein. Da sind noch ein paar Tage. Bis zum 8.6. ist da noch was drin. Das ist schon mal okay, aber es macht ja nichts. Ich kann ja ruhig mal eine Weile zwei. Ich kann ja ruhig mal eine Weile zwei Stück machen. So, ich muss sowieso erstmal gucken. Sekunde. Sekunde. So, wunderbar. Gut. Verfolgst derzeit nichts. Das ist doch schon mal gut. Das ist immer ein guter Start, weil dann können wir nämlich mal wie Talente. Ich habe einen Talentpunkt. Ja, die Dingsbums sehen alle ein bisschen anders aus. Benötigte Stufe 5. Muss Tiffon wirken, um dieses Talent freizuschalten. Depulso? Ja, kann ich doch, oder nicht? Also kann ich hier noch nicht viel mehr machen. Vielleicht kann ich... Ist vielleicht gar nicht schlecht. So, gucken wir mal. Was wir denn als nächstes machen? Beschaffe und teste einen Fokustrank. Beschaffe die Zaubertränke Maxima und Erdonus und teste sie zeitgleich. Ja. So, was haben wir denn hier? Rezept. Maxima-Trank, Fokustrank, Donnergebräu, Unsichtbarkeitstrank. Beschaffe und teste einen Fokustrank. Warte mal, habe ich denn so einen? Erdus Maxima-Fokustrank. Dafür brauche ich noch Stuff. Ja, dann müssen wir mal schauen, wo ich den Stuff herkriege. Erdus-Trank. Maxima-Trank kann ich theoretisch herstellen. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Die Frage ist nur, wo finde ich denn jetzt den Zauberkessel? Ich habe so das Gefühl, hier muss man sich extrem stark... Gemeinschaftsraum, große Halle... Ich muss mich erstmal wieder zurechtfinden. Ich habe nämlich das Gefühl, dass das, glaube ich, eine ganz blöde Idee ist. Unterrichtsraum Wahrsagen, geheime Räume. Südflügel. Südausgang, nein. Zauberkunst.
Turm der Verteidigung gegen dunkle Flüche, dunkle Künste, Professor Fix, Unterrichtsraum, Verwandlung, Verwandlungshof. Ja, da muss ich doch auch irgendwas brauen können. Eine halbe Flasche entgeisterte Egel im Uhrzeigersinn gerührt. Lecker. Lecker. Super. Tränkestation. Ich brauche einen Maxima-Trank. Er braucht 30 Sekunden. So, was brauche ich jetzt für den Maxima-Trank? Erdus-Trank habe ich, ja. Fokus-Trank brauche ich. Flussgras, Stamm- und Sumpfklatterzunge. Sumpfkrattler. Beschaffe die Zaubertränke Maxima und Erdus und teste sie zeitgleich. Ich habe da eine ganz interessante Idee. Ich gehe da mal gleich raus, guck mal, ob ich irgendwo kämpfen kann und probiere einfach mal beide. Sammeln wir. Ich will mal gucken, ob ich irgendwie in Hogsmeade einen Trank kaufen kann. Ob ich es mir da vielleicht einfach mache oder... Zaubertränke. Setzen wir mal hier einen Wegpunkt und reisen mal hier hin. Hereinspaziert, Heiltränke sind unsere Spezialität, falls Sie welche brauchen. So, dafür brauche ich... Kann ich die noch irgendwie an? Wie kann ich heute behilflich sein? Ich brauche Stuff. Lorfliegen. Blatterzunge, ja, ist doch gut. Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. Kann ich auch mehr kaufen? Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ja, das hoffe ich auch. Flussgrasstamm. Wie kann ich heute behilflich sein? Ich glaube nicht, dass er das hat. So, Trollpopel. Trollpopel. Auch der Toten. Blutegelsaft. Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. Gut, beschaffe und teste einen Fokustrank. Die Frage ist jetzt allerdings nur, wo kann ich denn so ein Ding mal austesten? Gerne noch mal unsichtbar machen. Protego! Muss ich erstmal mit der Steuerung wieder vertraut machen. Hab ich dich? Reveille. So. Dann muss ich noch mal gucken. Hier sind noch ein paar Truhen. Ups. Ja, die kann ich ja jetzt öffnen. Das ist doch schon mal gut. Warte mal, habe ich es vielleicht ein bisschen zu laut? Zumindest die Kopfhörer für meinen Geschmack. Rebellion. Ansonsten sieht das alles soweit ganz gut aus. Das gefällt mir auch schon. Ja, die lassen Drachen steigen. Oh, das ist ja cool.
Da sind ein paar Zauberer. Das ist doch schon mal gar nicht schlecht. Beschaffe und teste einen Fokustrank. Ja. So. Dunkle Straßenköter. Na, immerhin. So, das lief doch schon mal super. Sammlung. So, Knuddelmuffs. Ja gut, die sind jetzt auch nicht unbedingt böse. Da lasse ich die einfach mal in Ruhe. Muss ich nur gucken, wo ich noch ein paar Monster finde, weil ich muss ja jetzt noch beschaffe Zaubertränke Maxima und Erdonus und teste sie zeitgleich. Erdonus und Maxima. Da habe ich doch wieder was. Super. Gut. Hier gibt es wieder eins von Merlins Rätseln. Ich will zwar nicht sagen, aber das sieht interessant aus. Gut, wollen wir mal. Scheint so ein komisches Problem mit der insgesamt im Spiel zu sein, weil ich finde diese Blechstimme des Protagonisten finde ich halt ein bisschen interessant. Was? Alossi-Torte. Diese Torte, die mit Blättern Alossi-Baums gebacken wird, ist ein köstliches Naschwerk, das grün-grün-grün Lache hervorruft. Okay. Ich muss da lang, aber ich kann doch bestimmt auch teleporten. So, wo muss ich denn hier lang? Naja, warum nicht? Warum eigentlich nicht direkt hinbrachten. Rebellion. So. Dann wollen wir mal. War zwar jetzt nicht die schnellste Wahl, da hätte ich durchaus hierhin hingehen können oder bestimmt auch woanders. Aber auf der anderen Seite sehen wir da nochmal ein bisschen was von. Ja, so ein bisschen was von Hogwarts. Das kann man ja auch. Kann man ja auch mal machen. Ich muss halt mal gucken. Das nächste Mal schreibe ich meine Zaubertrank. Ich finde es halt immer schwieriger, Titel zu finden. Professor Scharf so einschüchternd ist. So, Professor Sharp. Wie kommen Sie mit Ihren Aufgaben voran? Ich habe Ihre Aufgaben erledigt, Professor. Gut. Sie sollten jetzt Depulso lernen können.
Mal sehen, wie sie sich machen. Konzentration. Bleiben Sie bei der Sache. Jetzt haben Sie es. Wenn Sie üben wollen, und das sollten Sie, dann nicht, indem Sie Klassenkameraden durch die Flure schleudern. Probieren Sie es doch an den verzauberten Büchern hier aus. Depulso. Lumos, Expelliarmus, Depulso. Depulso! Gut gemacht. Es freut mich, dass Sie fest entschlossen zu sein scheinen, die Zauberei zu meistern. Warum habe ich das Gefühl, dass du lieber aufs Tränkebrauen fixiert bist? Du bist noch dabei, wie ich sehe. Nun, Wiederholung kann ein ausgezeichneter Lehrer sein. Ja. Ist okay. Obwohl, Expelliarmus würde ich... Alter, Schaden. Ich glaube, das macht richtig Damage. So. Wie leer. Verteidigung des Trinken. Ja, warum nicht, ne? Ich glaube, ich sollte generell jetzt aktuell mal ein bisschen mehr auf Tränkebrauen ausgehen. Ich weiß gar nicht, ob ich das auch mal... Zaubersprüche, reduziert die Abklingzeit von Zaubersprüchen, ja, Zauberschaden, Steinhaut, Unsichtbarkeitstrank kann man auch mal machen. Ich würde aber gern gucken, dass ich vielleicht noch ein paar Heiltränke brauche. Ich weiß noch nicht ganz, was das alles, wie die nochmal heißen. Gucken wir mal, Inventar. Wie, das war's? Warum kann ich da nicht? Vielleicht kann ich hier irgendwas machen. Beschwörungen. Eigenschaften. Zutaten, hier Tränke, hier haben wir es doch. Ja. Soll ich mir vielleicht mal merken, das ist der Mega-Power-Trank. Okay, er ist relativ simpel. So. Edurus. Kann ich da nicht mehrere Sachen brauen? Finde ich immer ein bisschen schade, dass man immer nur eines brauen kann. Aber naja, dann ist das halt so. Ich will mal gucken, was haben wir denn sonst noch für Aufträge? Hüter des Bruders. Vorgeschlagene Stufe 17. Warte auf, es hat angeblich in der Nähe des Waldes schwarze Magie. Ja, ja, stimmt, da war ja was. Finde den dajalischen Schlüssel. Das schaffe ich sowieso nicht. Das ist eine Stufe 16. Ich meine, wir könnten mit dem verlorenen Bruder weitermachen oder wir könnten jetzt mal gucken, dass wir mal vielleicht ein bisschen fliegen. Da gehören auch Doxy Eier rein. Aber die würden ja gerinnen. Flugstunde. Na, dann wollen wir mal dahin. Ja gut, wenn du die Wurzeln von diesen Blüten halt trocknen musst für die Zauberzutat, ne? Müssen ja nicht alle Wurzeln sein. Ein paar würden der Pflanze jetzt auch nicht schaden. Macht ja auch im Gartenbereich, wenn man neue Pflanzen pflanzt, einen gewissen Wurzelschnitt sozusagen, damit die Pflanze angeregt wird, neue Wurzeln zu erzielen. Fest. Geplättete Rüstung. Die Rüstung gehörte Sir Ske... Was?
Gaglitorfe, dem Achtlosen, der törichterweise einen Bergtroll zu einem Spiel Reise nach Jerusalem herausforderte. Ja, ist halt blöd, ne? Oh, ich bin echt mal auf die Flugstunde gespannt. Was meint ihr, wer fällt zuerst vom Besen? Ich. Wetten? Alle nehmen sich einen Besen und dann fangen wir an. Wer ist unsere Lehrerin? Da bin ich mal gespannt. Mr. Clopton, passen Sie bitte auf. Oh, Kogawa. Verzeihung, Madame Kogawa. Bitte? Begrüßen Sie alle nun den Neuzugang in unserem Flugunterricht. Willkommen. Hallo. Hallo. Hi. Ziel ist es heute, Sie alle daran zu erinnern, wie Sie sicher mit dem Besen manövrieren. Denn in erster Linie ist der Besenflug ein Transportmittel. Ich fürchte allerdings, einige haben das vergessen. Sturzflüge, Rollen und Loopings werden in diesem Kurs nicht gelehrt und auch nicht toleriert. Das überlassen wir professionellen Quidditch-Spielern, wie den Toyohashi Tengu. Kein Fan, nehme ich an. Nun, dann wollen wir mal sehen, wie gut Sie alle in den Sommerferien geübt haben. Nur zu Ihrer Erinnerung. Treten Sie an den Besen heran, sagen Sie hoch, laut und deutlich. So. Legen Sie Ihr Bein über ihn und lassen Sie Ihr Gewicht auf dem Sitz ruhen. Das hört sich falsch an. Hoch! Danke. Los! Jetzt Sie! Hoch, hoch! Hoch, du dämlicher Schulbesen! Oh. Hoch! Wir haben Talent für alles. Das eine Bein links und das andere rechts. Ich will hier keinen Damensitz sehen. Da weht es sie direkt vom Besen. Damensitz? Ach so, stimmt. Das ist ja, weil man dann ja etwas Phallusartiges zwischen den Beinen hat. Ich würde es aber eher Herrensitz nennen, weil und sobald sie als beim Fliegen meinen Mann ist Fall das, glaube ich, ein bisschen anstrengender. Landen sie auf der Stelle. Gut. Nun, als erste Lektion fliegen sie durch alle Ringe im Innenhof. Aber Vorsicht! Die Besen sind Schuleigentum. Ich brauche einen eigenen Besen. Ich möchte sie in einem Stück zurückhaben. Ich glaube, langsam habe ich den Dreh raus. Ja gut, ist ja relativ einfach, ne? Mit rechts oben runden, mit links lenken. Gut gemacht. Da Sie sich nun an Ihren Besen gewöhnt haben, sehen wir mal, wie Sie eine eher fortgeschrittene Übung meistern. Kann doch irgendwie Stoff geben, oder? Der nächste Satz Ringe führt Sie über das Gelände und fordert Sie etwas mehr. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ein Ausschalten. Diese Aussicht. Hallo. Schöner Tag zum Fliegen. Das stimmt. Das macht ziemlich Spaß. Ah, das alte Bootshaus. Ich wünschte, du hättest die Überquerung des Sees der Erstklässler erlebt. Sei jemand schadenfroh? Okay, das ist echt cool, das gefällt mir. Wow, unser aquatischer Nachbar lässt sich auch ab und zu mal blicken. Hey, Boy. Ah. Aquanischer Nachbar. Das ist interessant. Ich hab das Gefühl, ich glaube, das spielt zu laut. Weil es nach Musik geht. Das hat schon mal geklappt. Okay, das ist gerade schön. Gut gemacht. Hast du kurz Zeit? Klar. Will ich noch für Quidditch abwerben, oder? Ich hab gesehen, wie du durch diese Ringe geflogen bist. Offenbar hältst du dich auf dem staubigen Schulbesen ganz gut. Ich kann mir vorstellen, dass du bereit für größere Herausforderungen bist. Aber ich bin zu voreilig. Wir haben uns noch nicht vorgestellt. Everett Klopp. Gehe ich richtig in der Annahme, dass ein Hufflepuff wie du an einer Spritztour in den Wolken interessiert wäre? Immer. Dem kann ich nicht widersprechen. Was schwebt dir vor? Einen kleinen Umweg sozusagen. Folge mir.
Die Führung beginnt in Kürze. Bitte mir nach. Gerade fliegen wir direkt über den Verwandlungshof. Wie immer malerisch. Hoffentlich trinkt der Schulleiter seinen Tee heute nicht am Fenster. Den will ich jetzt nicht sauer machen. Toll, über den Dingen zu schweben, oder? Das stimmt. Da sind die Gärten. Die Fenster des Hufflepuff-Gemeinschaftsraums sind gerade so zu sehen. Ich bräuchte ja mehr Platz. Wie kann Everett so schnell fliegen? Ein nützlicher Trick. Lehne dich für einen Temposchub nach vorne. So entkommst du schnell aus brenzligen Situationen. Das gefällt mir schon viel besser. Bist du zufällig ein halber Hippogreif? Mit L2 kann ich Stoff geben? Also richtig? Die berühmte Brücke. Denk nur an all die Magie, die sie aufrecht hält. Sieh sie dir an. Und die Eulerei. Das nenne ich doch mal solide Baukunst. Flugtipps und ein Abstecher nach Hogwarts. Das ist eine tolle Führung, Everett. Das stimmt. Fällt mir. Das ist Kugawas Title. Unser Ausflug ist zu Ende. Wir sollten schnell zurück. Es wäre lustig, wenn da irgendwas passieren würde. Das hat ihr aber bestimmt mitbekommen. Sieht aus, als hätten wir die Klasse schon entlassen. Geben wir schnell die Besen ab. Steig hier ab. Okay, das war cool. Und wo waren Sie beide? Fuck. Oh, hallo, Professor. Wir wollten nur noch etwas üben. Die Missachtung meiner Anweisungen hat einen erheblichen Punktabzug zur Folge. Mr. Kloppen, ich bin enttäuscht von Ihnen. Sie sind in diesem Kurs, weil Sie sich selbst und Ihrem Besen nicht den gebührenden Respekt erweisen. Aber Professor... Genug! Der Unterricht ist beendet. Oh, sie mies. Und Sie sollten zukünftig an Ihrem Urteilsvermögen arbeiten. Kopf hoch. Das war recht gut geflogen. Was zum Geier. Warum hat sie den hat sie so angeschissen? Aber uns zwinkert sie zu, oder was? Die will auch was. Die Sache mit Kugawa tut mir leid, aber du musst zugeben, dass sich die Aussicht gelohnt hat. Dieser Umweg war es wert, ein paar Hauspunkte zu verlieren. Du machst dich ganz gut auf dem Besen. Mit einem schicken Modell könntest du sicher Runden um Imelda fliegen. Sie ist Kugawas Liebling. Mit einem eigenen Besen könnte ich ihr einiges zeigen. Leider muss ich den Schulbesen nach dem Unterricht zurückbringen. Vielleicht sollte ich einen Besen kaufen. Ja, wenn du das kannst, die Stimme komisch. Würde ich auch gern. Ich empfehle einen Besuch bei Albie Weeks von Spinwitches in Hogsmeade. Er testet ständig neue Modelle. Ich werde am Himmel nach dir Ausschau halten. Das ist doch schon mal super. So, Auftrag abgeschlossen. Unterrichtsstunde Besen. Nicht gesammelte Belohnungen stehen mir zur Verfügung. Dann will ich mal. So, Talente, Sammlungen hier. Herausforderung, Aufträge. Kampf habe ich auch was, das ist okay. So, das sind die nächsten Sachen, die ich brauche, aber die... Hä? Ah, hier geht's noch weiter. Interessant, interessant. So, ich muss jetzt vor allem erstmal gucken, ja, ich muss mich wieder an die andere Steuerung gewöhnen. Ich habe jetzt ziemlich viel mit der Switch gespielt. Das war okay. Kann man mal machen. Also bis dahin, Leute. War lustig. Ich denke mal, das reicht. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Tschüss.